So, da ist das zweite Video mit dem zweiten neuen Muster, Pattern, Anleitung. Und zwar My Own Cover. Und My Own Cover ist wird eine Serie für Oberteile, Westen, Pullover, Jacken, Kapuzenpullis, also Hoodies. Sowas kommt unter My Own Cover und da gibt es zum Teil noch die Version mit den verschränkten Quatsch, mit den verkürzten Reihen. Dann gibt es eine Filzweste. Und was ich jetzt gerade zeigen will, ist der neue Hoodie oder auch Pullover, wie man das gerne möchte, mit oder ohne Kapuze. Der wird nämlich in RVO gestrickt. Und das heißt Raglan von oben. RVO. Und den strickt man rund. Das heißt, der Wert, wow, also ein Pullover jetzt gerade oder nicht gerade, wie man das gerne möchte, der ist in einem Teil gestrickt, die Ärmel separat, aber auch ohne Naht in rund, das Teil in rund. Und man beginnt hier oben beim Rand vom Kragen. Oder eben auch bei der Kapuze, das kann man dann auch machen, direkt an der Kapuze oben beginnen. Oder an einem Rollkragen. Ne? Viele möchten ja auch einen Rollkragen haben für den Winter. Da beginnt man und dann strickt man gerade runter, ohne hier großartig zuzunehmen und abzunehmen. Das kann man hier auch an den Ärmeln, kann man auch. Jede fünfte Reihe, Runde zum Beispiel, kann man eine abnehmen. Der Raglan von oben hat eine ganz besondere Strickweise und zwar, man nimmt entsprechend viele Maschen auf, dass man einmal vorne den Halsausschnitt hat, dann zweimal die Schultern und einmal die Rückenrundung oder den Rücken. Und die Maschen teile ich immer so auf, dass ich hier ein Drittel von vom Rückenteil habe. Das heißt, wenn ich hier jetzt angenommen 30 Maschen aufnehmen würde für den Rücken, dann hätte ich hier 10 Maschen jeweils für die Schultern aufzunehmen. Hier vorne lassen wir es nochmal offen, weil da kommt nachher die Schließe. Erstmal wollen wir ja auch einen runden oder V-Ausschnitt haben. Das heißt, hier können wir nicht gleich rund stricken. Es sei denn, wir wollen keinen runden Ausschnitt, sondern einen geraden. Das geht natürlich auch. So, und RVO bedeutet Raglan von oben. Das heißt, Raglan sind diese schrägen, wie kann ich denn das jetzt einzeichnen hier? Sind auf jeden Fall so schräge, nahtähnliche Maschen, die dann hier ja eine Begrenzung quasi geben zwischen Ärmel und Vorderteil beziehungsweise Ärmel und Hinterteil. So, jetzt muss ich mal eben kurz mein Bein woanders hinschmeißen. Gut. So. So sieht das nachher aus, damit ihr euch das vorstellen könnt. Rücken, Ärmel, Vorder, Ärmel. Und vor und hinter diesen Mittelmaschen, das gibt so Markierungsmaschen, wird in jeder zweiten Runde eine Masche zugenommen.
in jeder zweiten Runde. Das heißt also pro zweiter Runde, quasi in der Hinrunde, nehmen wir 8 Maschen zu. In der Rückrunde, also in der nächstfolgenden Runde, stricken wir einfach nur drüber. Na, da werden die Zunahmen dann zur Masche. Und man kann diese Mittelmarkierungsmaschen natürlich ausweiten ohne Ende. Viele machen da, wenn sie hier 4 Maschen nehmen würden, kann man hier guten Zopf einarbeiten oder keine Ahnung, dass man mit 3 Maschen arbeitet in glatt rechts. Und egal, was das hier für ein Muster ist, die bleiben dann immer glatt rechts zum Beispiel. Wichtig ist auf jeden Fall die Zunahmen hier bis vor und nach dieser Markierungsmasche. Die Länge dieser Markierungen ist ungefähr, ich sage es nur ungefähr, 35 cm. Nach 35 cm wird der Pullover zusammengeklappt, quasi. Und zwar nimmt man dann, ich mache das mal hier unten, ich habe hier den Ärmelteil, dann habe ich ein Rückenteil, dann habe ich ein Ärmelteil und ein Rückenteil. So. Da ist dann diese Markierung und hier ist unser Halsausschnitt. Jetzt werden dieser Punkt und dieser Punkt zusammengefasst, sodass quasi hier eine Verbindung, direkte Verbindung zu dem Punkt entsteht. Ich schließe es zur Runde. Das, was jetzt hier vom Ärmel übrig bleibt, wird separat auf den Faden aufgenommen. Könnt ihr ein Garn nehmen, Wollgarn oder sowas, oder ihr zieht dann eine Nadel durch oder so eine Rundnadel. Das gleiche machen wir auf dieser Seite, so dass wir den Punkt mit dem Punkt zusammenschließen und eine Runde bilden. Diese Runde ist dann unser neuer Body, unser Korpus oder wie nennt man das immer, Torso. Also da geht es ab Brust abwärts. Das klingt ja gut. Die Ärmel separat beide, die werden dann im Nachhinein in rund zusammen, nicht zusammengestrickt, sondern fertig gemacht. Und dann zum Schluss kann man dann hier nochmal einen Kragen ansetzen, wenn man noch nicht mit Kragen angefangen hatte. Ne, das wäre möglich. Also es gibt auch, habe ich gesehen, ich mache es nicht, aber es gibt Möglichkeiten, genau auszurechnen, wie viel Maschen ich aufnehmen muss für besondere Wolle, keine Ahnung. Aber da, weil ich damit nicht arbeite, müsste ich euch bitten, das mal selber nachzuforschen bei Crazy Sylvie zum Beispiel, Crazy Patterns oder auch Elisa. Eliza mit mit dreifachem Z, Eliza. Die hat auch solche Sachen hochgeladen. Das nennt sich RVO-Rechner. Da kann man dann ganz speziell ausrechnen, wie viele Maschen man braucht, um einen RVO-Pullover zu stricken. Ja, ich finde das dann doch zu viel des Guten, aber es gibt viele Leute, die da wirklich sehr drauf achten, dass die Größe so auch stimmt. Bei mir darf es immer ein bisschen Spielraum sein, vor allen Dingen, weil das Garn sich immer anders verhält. Deswegen gehe ich da nicht nach. Jo, das wird also My Own Cover. Wie habe ich den jetzt genannt? Hoodie? Ja. Also das wird der Hoodie in RVO.